Nachdem wir Tutankhamun besiegt haben und Mamar den zweiten Stern gerettet haben, sind wir ja schon mehr oder weniger nun fertig mit dieser Wüste. Doch Spiel hat mir jetzt irgendwie nicht gesagt, wo wir lang sollen. Also habe ich jetzt zwei Optionen. Und ich werde erstmal die erste Option nehmen. Wow, das wollte ich gar nicht. Und in die Stadt zurückkehren, in die Wüstenstadt. Und hoffen, dass es dort weitergeht. Ich kann einfach in den gleichen Raum tippen. Egal. Jedenfalls, ich renne jetzt erstmal zurück zur Wüstenstadt. Wenn mich die Pockys hier durchlassen würden. Lass mich fliehen! Okay, perfekt. Das hat man auch oben gesehen. Wir haben jetzt zweite Sternleiste bekommen und die ist jetzt grün. Hat was. Nicht schlecht. Okay. So, also wie gesagt, ich hoffe, dass es in der Wüstenstadt weitergeht. Ansonsten, obwohl jetzt, wo ich so überlege, ich glaube, es würde sogar mehr Sinn machen, wenn es, ich muss das zweite drehen, wenn es bei Toad Town weitergeht. Warte, wirklich? Schau dir das an. Der Gegner ist jetzt verwirrt wegen mir. Das ist lustig. Das habe ich gar nicht gewusst, dass das gehen kann. Das ist cool. Aber dennoch, mein Geld, ich brauche es ganz dringend. Ach komm, Kollege! Mir ist aber auch gerade in den Sinn gekommen, dass wir vielleicht einfach nur mit denen hier nochmal reden müssen, dass wir ihnen Bescheid geben, dass wir es geschafft haben. Ach, was für ein Jammer, noch immer nicht der Funken eines Hinweises. Ich bin so frustriert, dass ich am liebsten alles hinschmeißen würde. Wie traurig. Moment! Hä? Mario, das Artefakt, das du da in der Hand hältst! Es sieht aus wie... nun, es sieht sehr wichtig aus. Trüben mich meine Augen oder ist das ein Hinweis auf die staubtrockenen Ruinen? Mario, alter Kumpel, bitte, würdest du es mir überlassen? Was krieg ich denn dafür? Ich wollte es eigentlich verkaufen für ein bisschen Geld, aber... Na gut, vielleicht ist es ja jetzt besser, ihm zu geben. Ein Hoch auf Mario! Umwerfend, alter Junge! Schon bald nun werden sich die staubtrockenen Ruinen aus dem Sandmeer erheben, das sie verbirgt. Als der brillante Archäologe, der ich bin, kann ich sagen, dass es einfach so sein muss. Ich glaube, eine kleine Anerkennung sollte mir das schon wert sein, alter Junge. Hier, das hast du. Ja, Stellvertreter dafür. Nun hast auch du den Zauber der Wüste erfahren. Labe dich an der Erinnerung daran, alter Junge. Okay, also von dem kriegt man scheinbar einfach einen Sternsplitter mit dem Artefakt. Ich sag's mal so, nicht schlecht. Vor allem, weil Cooper ja auch riesiger Fan von dem Dude ist. Ich meine, zumindest gibt er einem was zurück. Ich glaube, bis zum Toadhafen kann das... was heißt Toadhafen? Bis zum Zug, wo der Toad immer fährt, kann das noch ein kleines Stückchen dauern. Deshalb würde ich sagen, da schneide ich euch. Ich bin ganz ehrlich... Warum haben sie sich einfach so gemacht, dass man automatisch zurückteleportiert wird? Das finde ich persönlich wirklich echt unnötig. Komplett unnötig. Naja, muss das Spiel wissen, ne? Hey, warte mal einen Moment, warum ist Ende eigentlich wieder hier? Wakao, schlag mich nicht! Man kriegt noch einen Wacker-Kick? Wow. Ja, also den lasse ich hier nicht liegen. Wenn ich den hier schon bekomme, nehme ich den auf jeden Fall mit. So, bin jetzt die ganze Zeit nach links gegangen, bin den Gegnern ausgewichen, so gut ich konnte. Und jetzt sollten wir da sein, oder? Oh, warte mal. An den kann ich mich gleich erinnern. Bam! Den können wir jetzt mit unserem neuen Hammer zerstören. Oha, die kriegt man wirklich viel, viel öfter als erwartet. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte meine richtig selten. Aber nein, diese Aufstufungen kommen sehr oft. Man kann übrigens... die beiden jetzt zum Beispiel nicht aufstufen. Ich weiß nicht, ob man irgendwann aufstufen kann, auf noch krasser. Aber jetzt auf jeden Fall nicht, mit diesem blauen. Ja, ganz ehrlich, Paracarry habe ich nie benutzt bisher. Außer für die Overworld. Ich habe bisher noch keinen Nutzen für seine Attacken gefunden. Ich würde einfach Bombett nehmen. Mal Bombett. Als sie neu war, war das mein Lieblingsbestreiter. Attacken waren auch sehr, sehr nice. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach mehr Nutzen gefunden für Cooper. Und dann halt, weil Gumbare muss ich immer benutzen für seine Scannerei, habe ich Gumbare ausgewählt. Aber wir können ja erstmal versuchen, ein bisschen mit Bombett wieder zu kämpfen. Deshalb lasse ich sie mal mitkommen. Okay, hier ist das Bahnhof. Ich bin angekommen. Was geht ab? Warte, wollen wir noch Arsch abspeichern? Komm. Komm, sicherer.
Sicher ist sicher. Okay, mehr gibt's hier wohl nicht. Na gut. Hey Mario, willst du wieder abhauen nach Toad Town? Ja, Mann. Los geht's. Wir sind sogar damals mit Bombette losgezogen beim Zug. Passend. Achtung, der Zug nach Toad Town fährt nun ab. Super. Okay, ich habe zwei Ideen, wo es weitergehen könnte. Meine erste Idee ist unten links beim Hafen. Da waren wir einmal schon mal, haben wir schon mal nachgeschaut. Aber die meinten alle, hey Mario, geh lieber nochmal zurück, das ist für später im Spiel. Und dann sind wir, wie gesagt, zurückgegangen. Das kann man skippen. Oh, muss ich nicht. Stimmt, wir haben da hinten ja Schweine, die ja Geld kosten. Sollen wir uns noch ein Schwein holen? Ich weiß nicht, was die bringen, aber ich schätze, man kann das machen. Keine Ahnung. Bestimmt für ein Schwertbiss oder so. Toad Town, Toad Town. Hey, yeah, wir sind angekommen. Können die durch? Yeah. Komm, wir kaufen uns ein Schwein für einen Zehner. Und wir drehen dran. Boing. Und was haben wir? Na komm, heraus. Was haben wir? Ein stinknormales Schwein, wie ich finde. Ah, das ist ein weißer Grundsolid. So bleich und zierlich. Okay. Er ist so bleich. Er ist so bleich. Ach stimmt, hier unten gab es ja auch noch unterirdisch was zu erkunden. Da waren wir zwar schon, aber sicherlich wisst ihr noch, dass ich hier Probleme hatte. Das leider nicht gespeichert hat. Warte mal, kommen wir jetzt weiter? Okay, warte mal, jetzt bin ich interessiert. Ich glaube, das mache ich jetzt hier, weil jetzt sind wir so viel stärker geworden. Na, dann müssen wir halt neu scannen. Das nervt mich jetzt, aber geht ja easy. Und nein, ich lese das nicht nochmal neu vor. Habe ich eben schon mal gemacht. So, 7 KP. Jetzt sind wir halt viel, viel besser ausgerüstet für so einen Kampf wie diesen hier. Wie ihr sehen könnt. Vor allem, wenn Gumbaro gleich angreifen sollte. Okay, nice. Sehr gut abgeblockt. So, Gumbario. Mach den Kopf los! Heia! Heia! Sehr nice. Nee, machen wir nochmal einen Sprung. Reicht schon. Ist das schon ein bisschen mal down? Bam, bam. Ja gut, machen wir den Hafen beim nächsten Mal. Ich möchte ehrlich gesagt jetzt lieber die Höhle machen. Die finde ich jetzt gerade viel interessanter. Oh! Hi! Was krieg ich für einen Bonus? Zauber versteckt eine Angriffskraft. Was, der Zauber ist nun verbraucht? Das geht nicht. Oh no. Nee, eigentlich müssten wir jetzt wirklich nochmal zurückgehen. Und den Zauber neu machen. Boah, das ist aber so weit weg. Andererseits, der Zauber ist geil. Boah. Ist jetzt die Frage, will ich da extra nochmal den kompletten langen, weiten Weg zurückgehen? Boah, ich weiß es nicht. Ja doch, ich glaube, das mache ich gleich offscreen. Nachdem wir die Höhle abgeschossen haben. Aber wie gesagt, das lohnt sich halt. Und natürlich kaufe ich dann aber den stärkeren Zauber. Wir haben ja nur den mittleren Zauber genommen. Wenn der mittlere Zauber schon so geil war, wie geil wird denn dann bitte der starke Zauber? Und ja, Erdbeben ist ein geiler Orden, aber so langsam merke ich ja... alleine mache ich schon 3 Damage, so mache ich nur 4 Damage und das kostet 2 BP. Ob sich das lohnt, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz. Und ich packe mal Bombett rein. Ich möchte mal ihre neue Attacke ausprobieren. Die Powerbombe, eine Explosion, die alle Bodengegner trifft. Aspam! Boah, 6 Schaden. Ich meine, kostet dafür auch 3 oder nee, was war's? War das mehr als 3 BP? Auf jeden Fall kostet was. Aber es zeigt natürlich auch dann seinen Schaden. Also not bad. Wo führt uns das hier hin? Blooper! Was? Oh, das ist ein Blooper. Oh.
Ich wollte vor allem gerade eben meinen Charakter wieder umwechseln auf Gumbario. Ganz toll, oder? Naja, was soll's. So, was ist das? Das ist ein Blooper, aber was war der? Ja, ein Blooper, ein großer. Blooper lauern in den dunklen Pfützen der Tunnel unter Toad Town. 30 KP, 3 Angriffskraft, keine Verteidigung. Boah, das ist ein Secret Boss, oder was? Sie sind eher unscheinbar. Obwohl, man muss sich schon mal fragen, wie sie es schaffen, so durch die Luft zu schweben. Ja, stimmt. Oh Gott, was macht er jetzt? Oh! Shit! Okay. Okay. Machen wir den Powerhüpfer. Boing. Oh, das Timing ist weird. Oh, das war nicht schlecht. 6 Schaden. Das ist nice, das ist nice. Du lädst dich auf. Ich möchte versuchen, Gumbaro so lange aufzuladen, wie es nur geht. Wisst ihr, was ich meine? Das könnte richtig gut sein am Ende. Machst mal einen normalen Jump. Bam. Dich lade ich nochmal auf jetzt. Guck es an, guck es an. Jetzt ist er auf plus 4. Was zur Hölle? Die machen geschaut hat. okay, warte. Greif an jetzt. Bam! 12 Schaden, das schmeckt schon. Das schmeckt schon. So, und jetzt versuche ich noch so down zu bekommen. Irgendwie. Wie blockt man das denn bitte? Mist, ich bin gleich down. Ja, das geht nur auf normale Gegner, glaube ich. Ich heile mich mal. Ich bete. Zum großen heiligen weißen Stern. Da haben wir dann noch eine Leiste voll. Das heißt, theoretisch können wir das andere auch noch mal einsetzen. Theoretisch nur. Ja, komm, greif einfach an. Wir haben sowieso keine Blumenpunkte mehr. Blütenpunkte, was auch immer es ist. Okay, sehr nice. Sehr nett abgeblockt. Wie viele haben wir da noch? 4? Okay, jetzt ist sowas von down. Der ist sowas von down jetzt. Bam! Sehr geil. XP nehmen wir natürlich mit Dönerbaum. Dead. Yeah! Gut gemacht, Kollegen! Und unser Dank ist. Na, was ist es? Was ist es? Der Schrumpforden verkleinert einen Gegner und schwächt ihn. Was? Wie soll ich mir das denn vorstellen? Wie soll das bitte funktionieren? Okay. Ich glaube, bevor ich jetzt nach links einen Abdrifter mache, gehe ich kurz noch mal. Oh, wir können ja kurz abspeichern, warum nicht? Gehe ich kurz noch mal zu Toad ins Bett. Weil bei Toad muss ich ja voll auffallen kostenlos und das brauche ich gerade. Ich brauche eine Umarmung von Toadie. Wo ist er? Wo wohnt er nochmal? Ich hab's vergessen. Ich glaube hier hinten. War das hier? Achso, und zu Merli. Merli? Hieß er nicht so? Marlon? Merlon? Merlin? Das ist ein Zauberer. Müssen wir auch nochmal eben hingehen. Denn wir haben noch einen Brief für ihn. Den sollte er auf jeden Fall mal lesen. So, gut geschlafen. So, Paracarry, der Einzige, der noch nicht gelevelt ist. Der müssen wir uns noch helfen. Ich finde das voll krass irgendwie. In im Epilog haben wir. Was haben wir da bekommen? Wir haben einen Charakter bekommen. Kapitel 1, 2 Charakters. Kapitel 2, 1 Charakter. Schon interessant irgendwie, finde ich. Wenn du in Zukunft sehen willst, bist du bei mir in der richtigen Adresse. Hey, Sie sind doch Merlon, ja? Mein Name ist Paracarry. Ich stelle Briefe zu. Ich glaube, ich habe einen für Sie. Warte mal. Hier ist er da. Guck. Schauen Sie mal. Da. Und wieder wurde ein Brief geliefert. Hä? Von wem ist denn der? Oh, meine Enkelin Merli! Sie ist vor kurzem ins Familiengeschäft eingestiegen. Ach, sieh an. Oh, so. Interessant. Sie hat ihren Stand im staubtrockenen Vorposten tief in der Wüste eröffnet. Er befindet sich irgendwo abseits des Trubels. Sie scheint sehr beschäftigt zu sein. Das hört sich gut an. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Ich gebe dir dies dafür. Danke. Und wir wissen natürlich, was gemeint ist. Zu ihr müssen wir hin. Wir brauchen ihren Zauber nochmal. Der ist super wichtig. Und sehr nützlich natürlich auch.
Ja. Auf! Zum Untergrund. Wir wissen, was es noch da für Schätze gibt. Okay, ja gut. Das, also gerade hat es sich nicht wirklich unbedingt gelohnt, dahin zu gehen. Aber bestimmt jetzt. Obwohl, jetzt kann ich mir vorstellen, ist es da links richtig, richtig schwer. Na, wir schauen mal, wir schauen mal. Machen wir erstmal auf. Blooper! Noch einer? Oh, das ist einfach viel größer als der andere. Und den müssen wir scannen. Warum auch immer müssen wir den scannen? Ich habe gehofft nicht, aber... Das ist ein Sub-Blooper? Genau, ein Sub-Blooper. Er ist elektrisch aufgeladen. Oh. 50 KP, 4 Angriffskraft, keine Verteidigung. Ein Hinweis, wenn er Elektrizität abgibt, dann ist es ratsam, den Kontakt mit ihm zu vermeiden. Wenn du ihn verletzt, während er Elektrizität abgibt, wird er wieder normal. Seine Angriffskraft steigt im aufgeladenen Zustand auf 6. Wir sollten vorsichtig sein, was meinst du? Ja, richtig. Wir sollten vorsichtig sein. Gleich Attacke? Ja, gleich Attacke. Oh, 4 Schaden! Und 50 Leben! Das gibt's nicht. Leider schon. Boing. Ich versuch's mal. Okay, nice. 6, ich glaube mehr als 6 Damage geht tatsächlich nicht. Zumindest hat es jetzt bisher nie geklappt. Und ihr seht, ich kann das nur auf Gumbario einsetzen, das Aufladen. Ist ein bisschen doof. Ich kann es lieber auf Mario, aber ist okay. Oh, das ist aber wiederum nicht okay. Kann ich jetzt auf ihn draufspringen? Ich muss versuchen. Okay, lieber ein Damage als 6 Damage oder was das waren, was Gumbario erzählt hat. So, nochmal aufladen, plus 2. Ich würde einfach Gumbario so lange aufladen, wie es geht. Ganz ehrlich. Und damit Mario den Powerhüpfer. Den habe ich ja jetzt relativ drauf. Würde ich sagen. Hä? Hä, es geht viel öfter auf einmal. Kann man das so oft machen wie möglich? Ist mich verwirrt. Boah. Plus 6. Das macht er, glaube ich, 10 Schaden. Würde 20 Schaden machen, glaube ich. Wow. Ja, da mache ich einen normalen Jump. Weil da verletze ich mich ja. Will ich noch einmal aufladen? Ja, komm. Einmal noch aufladen. Ups, sorry. Yeah. Gott, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ah, der Blödsinn. Aber ich habe ihn abgeblockt. Okay, okay, okay. Jetzt pass auf, Freunde. Jetzt killen wir ihn. Diese Runde. Ich bin besser geworden in dem Game. Okay, nice. 27 Leben. Und jetzt der Giga-Kopf los. Bam, bam. 20 Schaden, Junge. Oh, das macht ihn sehr sauer, wie ihr sehen könnt. Ihm hat das gar nicht gefallen. Bam. 6 Leben noch. Das ist sogar schon genug Schaden. Du bist jetzt richtig stark geworden, Gumbario. Ah, ne, 4. Trotzdem nice. Ich bin richtig positiv überrascht über Gumbario. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Verdammt, ich bin da auch gleich tot. Alles perfekt getimt hier, weil ich bin fast gestorben. Bam. Aber Mario ist immer noch so schwach beim Springen. Das stört mich wirklich. Nice. 22 Sternpunkte nehmen wir mit. Und als nächstes werde ich auf jeden Fall OP leveln. Auf jeden Fall. Ein Schalter? Okay. Aktivieren wir den mal. Boing. Oh, 3 Röhren. Wie geht's weiter? Okay. Was ist das denn? Schneemann! Schneepuppe! Eisige Überraschung für alle Gegner! 4 Attack Damage auf alle Gegner. Ha. Nicht schlecht. Okay, warte, bevor wir jetzt da weitergehen, gehen wir erstmal hier in die Röhren rein. Was machen die denn? Ja! Wie geil! Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie glücklich das macht. Stimmt, wir müssen auch noch einen Brief abgeben. Fällt mir gerade ein. Okay, gehen wir uns erstmal heilen. Oh, endlich Abkürzungen zu den ganzen Städten von jedem Kapitel. Also das ist kein Kapitel, das war das Epilog, aber trotzdem. Oh, das macht mich so glücklich. Ich wollte jetzt wirklich eigentlich nicht mehr zu Merli rennen. Aber ich dachte mir, der Zauber lohnt sich schon. Jetzt muss ich nicht. Wahrscheinlich ist einer der Röhren für die Wüstenstadt.
Yes, Mann. Geil. Hier, hi. Mario, hast du auch einen Haufen von Bösewichten vermöbelt? War das nicht du? War es die Mutter? Oder die Grandma? Oh, was für Freude, Mario. Ist Gebarock kein Last für dich? Schau schon mal, kann er wirklich eine Plage sein? Nee, wer war denn das? Schauen wir mal kurz nach. In Items. Wir haben einmal einen Brief für Morty in Cooperheim. Und, ach so, Gumpapa. Ich hasse das Mädchen aus irgendeinem Grund. Nee. Hallöchen, Mario, wie geht's dir? Hey, Gumpapa, ne? Ich hab hier einen Brief für dich. Da, bitteschön. Hey, danke, sehr verbunden, Herr Postoberpräsident. Oh, gute Nachrichten. Fischen ist mein Hobby und ein Freund schreibt mir, dass er eine Angeltour plant. Ich kann es kaum erwarten. Oh, es tut mir leid, dich mit meiner Arbeit zu überschütten, aber könnte ich dir wohl einen Brief anvertrauen? Wenn es irgendwie im Bereich des Möglichen liegt, dann bring ihn doch zu einem Toad namens Mufti. Er hängt irgendwo in der Nähe des Palastgartens herum. Ich würde das sehr zu schätzen wissen. Okay, Palastgarten. Merken wir uns das. Da müssen wir also nochmal hin. Aber ich kann mich an keinen Mufti erinnern, ehrlich gesagt. So, Koopatown. Kooperheim. Nicht Koopatown. Wer wollte den Brief? Oh, was macht der denn hier? Hi. Ich verstehe nicht, warum wir nicht in diesem leerstehenden Haus bleiben können. Das wäre so toll. Wir wünschen uns schon so lange ein eigenes Haus. Aber wenn der Besitzer des Hauses zurückkommt, haben wir wohl ein Problem. Aber wir können ja jederzeit zur Festung zurückkehren. Könnt ihr das? Wir haben einen Brief für dich. Was, wir haben ein Legendenbuch? Oh, hab ich komplett vergessen. Oh mein Gott. Bei den galoppierenden Gumbas, du bist ein Lebensretter, Mario. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Um dir meine Dankbarkeit zu zeigen, möchte ich dir ein kleines Geschenk überreichen. Oh, nur eine kleine falsche Bescheidenheit, junger Freund. Hier, nimm das. Ein Cent. Okay. Was für ein Glück, du kommst genau richtig, junger Mann. Wärst du wohl bereit, mir noch einen Gefallen zu tun? Was denn? Oh, wie war's freundlich von dir. Ich glaube, die jungen Leute von heute sind doch nicht so übel, wie man sagt. Nun denn, junger Freund, normalerweise bitte ich ja niemanden um einen Gefallen, aber seit einiger Zeit schlafe ich ziemlich schlecht. Ich hätte gern ein Schäfchen, um ein wenig Schlaf zu finden. In Toton sollte es im Laden einen geben. Wenn sie nicht so viel Stress bereitet, dann bitte gib mir eins. Versprochen. Ich hab eins, hier. Ich mag dich sowieso nicht. Kannst haben. Bei den Sternen, du bist ein regelrechter Held, Mario. Endlich ein bisschen Ruhe und Frieden. Süße Träume, ich komme. Nimm dieses kleines Dankeschön. Oh, hier, nimm. Yay. Oh, nimm das auch noch. Wusstest du, dass es in Toad Town ein Casino gibt? Wenn ich mich recht erinnere, müsste es in der Nähe des Bahnhofs sein. Nur Mitglieder haben Zutritt, also bist du eingang gut versteckt. Aber du findest ihn sicher. Das hier ist eine Silberkarte, damit darfst du an einem Spiel im Casino teilnehmen. Oh ja, geil. Casino, gespielt. Als ich noch jung war, habe ich dort ein wahres Vermögen gemacht, aber jetzt bin ich dem Trubel leid. Deswegen habe ich nur diese 1 Cent Münze, weil mehr habe ich in der Rente nicht. Schaffe ordentlich Kohle für mich. Ah, Silberkarte. Danke. Ich brauche noch was von dir. Oh, überaus freundlich, dass du helfen willst. Ich glaube, junge Leute sind wirklich nett. So, normalerweise bin ich ja niemandem gefallen, aber würdest du für mich nach Gumpafoot gehen und nach Gumpa, dem Großvater, suchen? Er hat noch ein Band, das ich ihm mal geliehen habe. Würdest du es für mich holen? Das ist mir sehr wichtig. Du musst nur sagen, das Band, dann weiß er schon, was gemeint ist. Mach aber nicht zu viel Aufsehen darum, ja? Versprochen, junger Freund. Hä, ist er nicht, wenn wir dem einen Brief geben müssen? War das jemand anderes? Warum sind so viele Sachen? So viele Aufträge und alles. Das ist nervig. Okay, hier sind nur die Bob-Oms. Wer war denn das nochmal? Wer wollte denn den Brief haben? Sie? Wollen Sie den Brief haben? Mann, dieser Cooper. Okay. Manche Türen bleiben offen und manche nicht. Ist es euch auch schon aufgefallen? Jedenfalls, ich lese nochmal ganz kurz durch. Da stand doch Morty. In Cooperheim. Morty in Cooperheim. Muss ich jetzt mit allen reden? Ist einer von euch der Morty? Ich rate jetzt einfach. So, einer von euch muss es sein. Wenn nicht, dann google ich. Wer hat das mal? Na, er hier, oder? Auch nicht. Nee. Dann keine Ahnung. Ach, warte, hier ist noch ein... Oh, hier geht's noch weiter. Ich habe komplett vergessen, dass die Stadt aus 2 Bildschirmen besteht. Ja, lol. Ja, du bist es, oder? Nein? Du bist es auch nicht.
Es muss einer in einem Haus sein. Die Häuser sind doch hier besonders. Okay, es ist keiner von den draußen stehenden. Die sind nämlich alle... Die sind alle gleich aus. Ja. Vielleicht im Shop? Okay, die Pilze habe ich noch nie benutzt, da die da stehen, ne? Achso, und ich wollte nichts kaufen. Ich habe eigentlich einen Brief für dich, aber du willst wohl den Brief nicht. Na gut. Okay, einen Versuch mache ich noch, sonst schneide ich das. Weil hier war ein Toad, ne? Hier war kein Cooper. Ne, dann keine Ahnung, Alter. Och, Bro. Es ist der Toad. Er ist Morty. Hey, Morty, ja? Ich habe einen Brief für dich. Hier, schau mal. Ich dachte, du wärst ein Cooper. Sorry, das hat jetzt so lange gedauert. Passiert mal, ne? Ein Brief für mich? Oh, erstmal meine Frau, wie süß! Ich liebe sie so sehr! Toadette? Puh! Oh, verzeihung, ich war ganz in den Brief versunken. Diese Frau, sie ist so lieb, ich bin verrückt nach ihr. Danke, dass du mir so viel Freude gebracht hast. Nimm das als kleines Dankeschön. Ein Scherz bitte. Nett. Danke. Okay. Hauen wir wieder ab. Buh, buh, buh. So. Und das hier ist doch hoffentlich die Wüstenstadt, oder? Bitte, sag ja. Ja, perfekt. Okay, dann kaufen wir mal ganz schnell. Ah, das ist auch der Boden so komisch. Ich habe mich schon immer gefragt, warum das so cool aussieht. Egal. Jedenfalls können wir jetzt endlich hier nochmal einen Zauber kaufen. Und der wird sich sowas von lohnen. Hallo, na, Melly, du bist so hübsch und bezaubernd. Ja, ja, genau das bist du. Ich sag das so, damit die mir doppelte XP-Zauber bringt. Spezialmagie. Obwohl, hübsch ist es schon. Naja, egal. 50 Münzen. Das wird sich ja wohl lohnen, oder? Die Karten. Die Karten. Oh. Yippie. Die Maus klatscht so. Yeah, gut gemacht. Okay. Bis später irgendwann. Richtig. Was haben wir nochmal für Briefe gehabt? War hier noch einer? Ich habe nur noch einen Brief? Nee, nur noch Muff. Okay. Den bringen wir noch eben weg. Den Brief. Ach so, ja, ich bin wieder viel zu voreilig. Hier gibt es ja auch noch ein bisschen was zu erkunden. Okay, nach unten kann man scheinbar nicht. Aber hier ist eine Röhre. Wo führt die überhaupt hin? What? Wenn hier Gegner sind, habe ich keine Lust, ne? Hier sind Gegner. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Nein, auf keinen Fall. Aha. Das war's. Hier ist was. Eine Röhre. Blub. Oh Gott, das ganze Gebiet ist doch viel größer als erwartet. Gumbari für den Fall. Der Fälle. Was so? Goldene Blöcke. Okay, wisst ihr was, Freunde? Ich würde sagen, wahrscheinlich kriegt man immer einen goldenen Hammer oder so. Würde zumindest Sinn machen, warum die Blöcke da jetzt vergoldet sind. Ich würde sagen, wir kehren hierher zurück, wenn wir den goldenen Hammer haben. Oder was auch immer man dafür braucht. Ich habe jetzt einfach nur geraten mit dem goldenen Hammer. Jeweils, wenn unser Hammer stark genug dafür ist. Ich würde erstmal tatsächlich hier die Höhle erstmal verlassen. Hier ist auch noch eine Röhre. Und hier noch irgendwie was im Boden. Beides können wir nicht zerstören oder uns anschauen. Deshalb ignorieren wir das einfach. Ich suche kurz die Madame und dann, ja. Hey, du bist doch Mufti, oder? Du passt hier doch immer auf den. Pass doch immer auf, ob hier irgendwas ist, ne? Ja, schau mal, ich habe einen Brief für dich. Also ich überpünktlich, wie immer. Oh, der ist von Gumpapa, dem alten Chaos. Wir beide haben die gleiche Denkweise. Es ist schon Ewigkeiten her, dass ich ihn gesehen habe. Schon fast ein bisschen zu lange. Da fällt mir ein, ich wollte gerade meiner Freundin einen Brief schicken. Dein Timing ist perfekt, das ist der Brief an meinem Freund. Sein Name ist Kuva. Er lebt in Kuperheim. Würdest du ihm bitte diesen Brief stellen? Er hält sich garantiert in der Nähe des Dorfeingangs auf. Er hängt gerne vor dem Toadhaus herum. Zwar besteht keine Eile, aber es wäre nett, wenn er ihn bald erhalten würde. Och man, jetzt nochmal zurück zu Kuperheim und zum Gumbahort. Gumpapa, wir haben was für dich. Oder Gumbopa. Hey. Hey Mario, hä? Was? Mit Kuperleben sagt er, will das Band zurückhaben? Dieser alte Cooper, wie kann er sich nur Dinge merken, die schon so lange zurückliegen? Okay, eine Sekunde, ich gehe und hol es für dich. Okay, dann hol es mal für uns. Die Zuschauer können ja in der Zeit ein paar Knöpfe unten drücken unter dem Video.
Ja, habt ihr? Okay, sehr gut. Ja, hier, das ist es. Wenn du diesen alten Koopa wieder siehst, bestell ihm doch mal schöne Grüße von mir. Das Band, ein Video von Gumpa. Bring es zu May Koopaleben. Hat er ein Video von... Okay, was? Wie bitte, möchtest du wissen, was auf dem Band drauf ist? Oh, nein, nein, tut mir leid. Ich befürchte, das kann ich dir nicht verraten. Aber es war auf jeden Fall großartig. Ich habe das Gefühl, da sind Nacktbilder von ihm drauf. Frag mich nicht, warum ich das denke. Das ist das Erste, was in meinem Kopf kommt. Naja. Sei es drum. Egal. So, hier haben wir noch zwei Sachen zu machen. Einmal dem Opa das Recht gegeben und dann nochmal eben Brief abgeben. Machen wir noch eben schnell. Schnurrender Scheigeist, Mario, du bist ein richtiger Gentleman. Hat sich Gumpa beschwert? Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, nur halt keine falsche Bescheidenheit. 1 Cent. Nice. Was für ein Glück. Ich brauche was von dir. Oh, du bist freundlich. Oh mein Gott. Nun, also, ich sehne mich nach einer Tasse Koopa-Tee. Das ist der beste von allen. Würdest du mir welchen besorgen? Koopa-Tee kann man nur aus frischen Koopa-Blättern aus diesem Dorf brauen. Es erfordert spezielles Geschick, ihn richtig zu bereiten. Nur ein Meister der Kochkunst kann diesen Tee zu brauen, dass ein Geschmack voll zur Gleitung geht. Ja, ich glaube, der Junge Om-Tee kennt sich damit gut aus. Könntest du mir gehen besorgen? Ich habe ein Wort für dich. Hast vergessen? Ja, was weiß noch mal? Also, Koopa-Tee. Besorgen. Nur aus Koopa-Blättern vom Dorf. Okay, ich guck mal offscreen, ob man hier ein Blatt irgendwie bekommen kann. Oder wo man es bekommen kann. Jetzt geh ich noch ganz schnell das Brief, den Brief abgeben. Und dann sind wir für heute fertig, ja? Keine Sorge, du bist das, ne? Ja, was geht ab, Mario? Hi, Koopa! Hey, was geht ab, alter Kumpel? Ja, ein Brief für dich. Bisschen ruhig laut vor. Hey, danke. Du kommst zu einem sehr günstigen Zeitpunkt. Ich wollte gerade selbst einen Brief aufgeben. Aber sieh doch nur, es ist ein Brief von Mafti. Wir beide haben immer die gleichen Gedankengänge. Er ist einer meiner Fischerkumpel. Ich kann dir sagen, wenn du noch nie fischen warst, solltest du es mal versuchen. Es ist ein wunderschönes Hobby. Komisch, ich wollte gerade all meine Freunde anschreiben und ihnen einen Angelausflug vorschlagen. Sobald wir einen guten Angelplatz gefunden haben, werde ich einen Brief an Mufti schreiben. Nun, könntest du das wohl für mich zustellen? Vielen Dank. Das ist für einen Freund von mir, der immer im Hafen von Toadtown angelt. Er ist ganz leicht zu finden. Vielen Dank nochmal. Perfekt, da wollen wir sowieso als nächstes mal hin. Perfekt, Freunde. Dann bis zur nächsten Folge. Da fangen wir wahrscheinlich Kapitel 3 auch schon an. So, hier ist aber kein Blatt, oder? Ist das ein Blatt hier? Schwirrwarr. Nee. Muss mal gucken, wo ich das Blatt hinbekomme. Du.